Herzlich willkommen zu unserem heutigen Abendwebinar. Eines, das heute funktioniert. Heute ist kein Tag wie jeder andere und ich freue mich sehr, euch auch im Namen von WH Self Invest begrüßen zu dürfen zu diesem Webinar. Heute wollen wir uns wieder um unsere berufstätigen Trader kümmern, die nicht den ganzen Tag und auch vielleicht auch gar nicht die Lust haben, den ganzen Tag vor diesem Kasten zu sitzen, aber dennoch in sinnvoller Weise und vor allem in logischer Weise Trading zu betreiben. Und da freue ich mich als Partner eben via Self-Invest dabei zu haben, die mich in dem Bereich unterstützen, nicht nur Marketing zu machen, sondern euch tatsächlich sinnvollen Content an die Hand zu geben. Und in meiner Auffassung schafft man es am einfachsten, wenn man eben mit Logik an die Geschichte dann auch rangeht. Aber dazu vielleicht dann auch später nochmal mehr. Ich grüße euch, wo immer ihr seid. Ja, heute Morgen, Helmut. War nicht auf meiner. Ich habe gewartet. Ich habe auch gewartet, hat nicht stattgefunden. Ja, prima. Dann würde ich sagen, unser Ziel für heute ist auch, uns die Märkte anzuschauen, mal kurz reinzuschauen, was war in dieser Woche. Es gab ja doch ein bisschen was zu tun. Die Märkte sind, ja, wie soll man sagen, relativ unentschlossen. Schauen wir uns aber dann auch gleich an. Dann wollen wir uns natürlich dann auch anschauen, was aus unseren laufenden Trades geworden ist. Und wir wollen auch neue Trading-Ideen für heute besprechen. Aber ihr wisst es, und das ist so mein Dankeschön, dass wir das auch kostenfrei machen dürfen. Und ich würde euch da einfach wieder zuerst mal bitten, kurz mir einen Überblick zu geben. Wann habt ihr denn mit Trading angefangen? Das kostet euch ja wirklich nur einen Klick. Wir haben drei von diesen Umfragen. Und das ist so ein kleines Dankeschön an WH Self Invest, dass wir das hier kostenfrei machen dürfen. Ja, wann hast du als mit Live Trading angefangen? Schon etwas länger her oder weniger? Oder vielleicht bist du auch noch gar nicht wirklich involviert in Trading. Sehr gute Geschichte. Erst Ausbildung machen, erst Führerschein machen, dann Auto kaufen. Ist immer eine sehr gute Geschichte. Hat auch mein Mentor vor vielen Monaten mal zu mir gesagt. Mach doch erstmal den Führerschein, bevor du dir ein Auto kaufst. Und da ist es immer gut, man schaut mal, welche verschiedenen Handelsstile das es denn tatsächlich dann gibt. Ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen an dieser Stelle. Und wie immer darf ich euch zuerst den Risikohinweis vorlesen. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 67% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Deshalb gehört zum Risiko auch Hinweis auch der Gedanke, dass wir hier keine Anlageberatung im Sinne Paragraph 34 C und D machen, obwohl ich den tatsächlich hätte auch, aber natürlich nicht im Sinne von WH Self Invest, sondern wir sprechen nur über mögliche Trading-Chancen und Trading-Ideen. Verantwortlich für sein Trading ist natürlich grundsätzlich jeder selbst. Ihr Lieben, der Chat ist auch offen. Das heißt, ihr dürft jederzeit eure Fragen in den Chat reinschreiben, auch eure Fragen, was immer euch auf dem Herzen liegt. Ich versuche das natürlich dann in das ganze Geschichte da noch hier reinzubringen. Dann würde ich sagen, starten wir mit einem Blick auf den Markt selber und fangen wir mit der Wall Street an. Und das Ganze machen wir natürlich im Tagesschart. Und ihr seht das, es ist auch mein Nano Trader mit meinen Einstellungen. Ich brauche das augenschonend. Das ist der sogenannte Time Price Opportunity, den man beim Nano Trader mit dazu buchen kann. Der zeigt mir eben an, wo ist mein Durchschnittspreis, wo ist teuer, wo ist billig. Denn im Trading ist es ja so, dass wir nicht das Produkt handeln, sondern den Preis, was es kostet. Und da ist es immer wichtig, dass ich eine Orientierung dann natürlich habe. Sehr, sehr entscheidend. Okay, also da sind wir um den Point of Control herum geeiert. Wir haben inzwischen in der Tat diesen Aufwärtstrend oder diesen Abwärtstrend hier gebrochen beim Dow Jones, wie man hier sehen kann, und sind im Moment tatsächlich ein Stück weit trendlos, wenn man jetzt von dieser Technik ausgeht. Prinzipiell würde ich jedoch sagen, wir haben im Tagesschart einen neuen Trend. Denn siebenmal links erst auf den zweiten Blick mit Bewegung, Korrektur und Bewegung. Das heißt, hier beginnt der zweite Trendarm und der kann sich ganz schnell mal nach oben fortsetzen. Momentan pendelt er an seinem Hoch da oben rum, aber zu neuen Allzeithochs stört es den Markt momentan nicht, dass alles überkauft ist. Aber das sei auch dahingestellt, das müssen wir nicht beurteilen. Wir müssen lediglich schauen, dass wir unser Regelwerk einhalten. Was übrigens sehr, sehr wichtig ist.
als privater Händler, dass du ein Regelwerk hast, mit dem du arbeitest. Das ist zum Beispiel auch einer derjenigen, der Dinge, die ich, an denen ich momentan arbeite. Es gibt einen in wenigen Tagen, hier in 7 Tagen, 19 Stunden, 52 Minuten und ein paar Sekunden werde ich diesen Offline-Kurs veröffentlichen. Das sind 12 einzelne Sessions, also beruhend auf meinem 12-Stunden-Coaching-Paket habe ich alles reingepackt, was du wissen musst, um nach logischen Ansätzen zu traden. Also nicht mehr Emotionen, keine großartigen Marketing-Gags, sondern einfach nur mit purer Logik. Na, das sind Themen zum Beispiel drin, warum Zeiteinheiten eine Illusion sind. Da sind Themen drin, wie zeichne ich den Trend richtig. Ja, da ist ein ganzer Block drin von 6 Stunden, wo immer wieder ich zeige, wie der Trend fachlich korrekt gezeichnet wird. Da sind Themen zum Beispiel drin, ich könnte es euch eigentlich auch vorlesen, ne? Wenn ich es denn parat hätte, aber ist ja, wenn ich es finden würde, gell, würde ich es euch sogar zeigen. Hammermäßig. So, und ja, ich weiß es nämlich nicht mehr auswendig, aber da ist es auch schon. Also, genau, solche Fragen wie zum Beispiel, warum brauchst du überhaupt ein Regelwerk? Ja, dann das Gesetz der Wahrscheinlichkeiten, die Macht der Zahlen und deren Konsequenzen. Ja, warum es im Trading gar kein Risiko gibt. Dann ein ganzes Thema Trade Management, die größte Herausforderung. Eine Session ist mit dabei über Indikatoren, welche brauchst du wirklich? Und dann eine Session, die das Thema trägt, die Garantie für deinen Trading-Erfolg. Das wird es in Deutsch und in englischer Sprache geben. Und wie gesagt, wird in 7 Tagen wird der deutsche Kurs dann veröffentlicht und da gibt es ein Early Bird. Das heißt, gibt es eine Warteliste und die ersten 10 Kunden, ich werde es erhöhen auf 20 Kunden, werden also schon einen Rabatt dann bekommen. Aber da werden genau diese Themen in der Tiefe auch beleuchtet, warum wir zum Beispiel ein Regelwerk brauchen. Gehen wir eins weiter zum deutschen Aktienindex. Also falls euch, ich weiß es ja nicht, ob muss ja nicht sein, aber falls es euch interessiert, ich gebe euch gerne den Link mal in den Chat rein. Wie gesagt, ist nur für wirklich für diejenigen gedacht, die vielleicht nicht sich so binden wollen an ein persönliches Coaching, die es vielleicht gerne offline haben möchten, die finden sich dann dort drin sehr zurecht. Und ich garantiere dir, wenn du den Kurs durch hast, also dafür stehe ich mit meinem Namen auch. Und im Garantie steht übrigens auch ein, siehst du hier, ist auch ein Sternchen, ne? Wenn du dich auch an all das Gelernte hältst, dann garantiere ich dir, dass du mit Trading erfolgreich bist. Dafür stehe ich mit meinem Namen ein. Und deswegen habe ich das auch so gemacht. Und ist nur, wie gesagt, für diejenigen ist kein Muss. Aber wenn du vielleicht sagst, Mensch, jetzt bin ich schon so lange dran und vielleicht noch nicht so erfolgreich, wie ich mir das wünsche, wäre das vielleicht mal etwas, wo du dir vielleicht mal anschauen kannst, wo vielleicht sogar eine Investition dann wert wäre. Ja, die Investition im Übrigen, wirst du jetzt im Kopf fragen, was kostet sowas, kann ich dir schon sagen, es wird dreistellig bleiben. Ja, also mein 12-Stunden-Paket kostet 1300 noch irgendwas und mit diesen 12 Teilen, 14 Teile insgesamt mit Einführung und Ausleitung habe ich mich entschlossen, das Ganze dreistellig zu belassen. Es geht mir nicht darum hier, mir geht es darum, ich möchte gerne helfen. Natürlich mache ich es nicht kostenfrei, ist ja ganz klar. Mich kostet es auch einen Arsch voll Aufwand, das kannst du dir ja selber vorstellen. Aber ich gebe hier mein komplettes Wissen weiter, was ich durch meine 4 Mentoren mir mitbekommen habe und was ich in den letzten 23 Jahren selber aufgebaut habe. Und vor allem gehe ich damit einfach einen anderen Weg, nämlich weg von dem ganzen Marketing, sondern einfach hin zu logischen Ansätzen. Und ich erkläre jedes einzelne Thema aus logischer Perspektive heraus, mit vernünftigen Begründungen, die du auch nachvollziehen kannst. Denn mit Logik ist der Weg für einen privaten Marktteilnehmer geebnet, mit dem man auch erfolgreich sein kann. Das siehst du übrigens hier, ich kann es ja auch ein Stück weit beweisen, ja, das siehst du zum Beispiel hier, das waren jetzt die Trades der letzten Tage und du siehst, abgesehen jetzt vom Euro-Dollar, der jetzt gerade eben rausgeflogen ist, zeige ich aber, dass es mein Fehler war, also das Problem sitzt immer vor dem Computer, ne? Nicht das System, ja, du brauchst nur durchschauen, ne? Seitdem wir haben, den letzten Fehltrade haben wir hier
am 8. Oktober gehabt, 23. Seitdem haben wir umgestellt, aus nur noch im zweiten Trendarm zum Beispiel zu handeln. Ihr seht, war kein einziger Minus-Trade mehr dabei. Jetzt erst. Und den Fehler habe ich jetzt gemacht, den zeige ich aber dann nachher auch. Und die aktuelle Performance bin ich sehr, sehr glücklich und zufrieden damit. Ja, wir werden also das Jahr im Plus abschließen, wie ich es auch versprochen hatte. Wir haben mit 50.000 angefangen und stehen bei 55.000. Und ja, habt ihr ja selber schon gesehen, bin ich super glücklich damit. Und das ist das, womit man als privater Händler erfolgreich sein kann. Ne? So, jetzt gucke ich mal, dass das hier wieder wegkommt. Okay, so, gehen wir in den DAX hinein. Und im DAX selber haben wir, aktuell sind wir trendlos von der Technik her. Ja, und ja, kann man fast schon so sehen, dass wir da, und wir eiern übrigens um den Point of Control herum. Das seht ihr zum Beispiel da, der ist hier bei 15.582 und genau dort sind wir im Moment auch. Ja, also da tun wir uns momentan nicht weh. Ja, und eventuell bahnt sich hier sogar ein neuer Aufwärtstrend an, aber was richtig ist, ist es momentan gar nicht. Handelst du privat mit einer oder mehreren Plattformen? Also privat handle ich nur mit dem Margina Trader. So, aber ansonsten habe ich 4 oder 5 verschiedene Plattformen, die ich sonst noch handle. Okay, dann schauen wir uns den Bund Future an. Und der ist aktuell trendlos, ist sehr, sehr relativ billig vom Preis. Ja, also ich würde jetzt hier mal abwarten, ob sich hier irgendwann mal ein neuer Aufwärtstrend bildet. Und dann könnte man nämlich zurückgehen zum Point of Control. Und ihr seht übrigens schon in diesem Add-on, ich habe das also umbauen lassen, weil ich gerne dem Trader helfen möchte, dass er eben die Einstiege nicht verpasst. Und es werden in der Tat nur noch Einstiege im zweiten Trendarm angezeigt, weil das ist unsere Aufgabe, die wir letztendlich dann haben. Und ihr seht, ja, wie erfolgreich das ganze Geschichte ist. Zweiter Trendarm, bumm. Also die Strategie heißt, aus der Korrektur zum Punkt 2 wieder hoch. Ne? Billiger Preis, teurer Preis. So, und das funktioniert. Und zwar mit einer sehr, sehr, sehr hohen Trefferquote. Das brauchst du aber kein Add-on dazu, das kannst du auch selber machen. Wenn du lernst, den Trend fachlich korrekt zu zeichnen. Es gibt übrigens, ja, das zeige ich in diesem Kurs zum Beispiel auch, es gibt keinen großen, mittleren und kleinen Trend. Es gibt es einfach nicht. Es lässt sich nicht mal statistisch beweisen. Geschweige denn, ist es logisch. Ja? Und das sind genau die Dinge, die man lernen muss. Wusste ich übrigens alles auch nicht. Ich habe es nur auch meinen Mentoren zu verdanken und der Erfahrung, die ich damit machen durfte in den letzten 20 Jahren. Hätte ich das alles vor 20 Jahren schon gewusst, hätte ich mir viel Leid und Elend ersparen können. Das kann ich euch aber jetzt schon sagen. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass ich ja das auch in der Form machen darf. Schauen wir uns den Silberpreis an. Im Tageschart, wo sind wir? Der Durchschnittspreis liegt bei 26 Dollar nach wie vor. Wir haben immer noch einen Abwärtstrend und auch hier seht ihr, aus der zweiten Korrektur runter zum Punkt 2 hat funktioniert. Jetzt sind wir zu reif, vierter Trendarm wollen wir natürlich nicht mehr machen. So, dann haben wir den Goldchart. Und Goldchart ist im dritten Trendarm, ja? Im zweiten Trendarm, immer noch. Das heißt, wir haben hier immer noch die Gelegenheit, in die Short-Richtung zu gehen. Und da würde ich mal sagen, wir sind aber jetzt genau hier am Punkt 2, am Point of Control angekommen. Ja? Das bedeutet, in so einer Situation werde ich mich natürlich nicht genau jetzt dort einstoppen lassen, sondern wenn, dann einfach auf dem Weg zum Punkt 2. Denn die Strategie besagt, in dem Fall geht es Short, teuer verkaufen und unten billiger zurückkaufen. Ja? Und das im zweiten Trendarm hat einfach die höchste Wahrscheinlichkeit. Ja? Und allerdings muss man hier auch taktisch klug vorgehen. Und da schmeiße ich mich da rein, weil wir haben natürlich keine 100%. Sonst hätten wir ja wieder eine Garantie. Dann bräuchten wir auch keine Strategie. Ja? Hast du eine Garantie, brauchst du keine Strategie. Hast du keine Garantie, brauchst du eine Strategie. Und eine Strategie kann ja niemals 100% Trefferquote haben, sonst hättest du wieder eine Garantie. Merkt ihr, wie Logik greift? Liebe Logik. So, und Strategie heißt, ich kann nur mit einem gewissen Maß an Wahrscheinlichkeiten arbeiten und die können nie 100% haben. Deswegen muss man auch taktisch klüger vorgehen.
Ja, und dann lasse ich mich lieber auf dem Weg nach unten einstoppen und nehme halt dann nur diesen Schub mit. Wichtig ist, dass eine grüne Zahl auf dem Konto dann steht. Ja, kannst du ja vorher sowieso nicht wissen, ja, ob der dann komplett nach unten durchbricht oder vielleicht nur einen Schlusskurs unterm Punkt 2 macht und dann die Korrektur wieder beginnt. Das spielt ja auch gar keine Rolle. Wichtig ist, dass ich mit dem Trade eine grüne Zahl schreibe, nicht wie viel. Ja, wenn ich mich ans Regelwerk halte und mit Wahrscheinlichkeiten arbeite, die über 50% liegen und ich halte mich an mein Regelwerk, dann werde ich damit auch garantiert Geld verdienen. Das Thema, was wir Trader drauf haben, ist, dass wir aber die Bedingungen im Live-Markt verändern. Und daran scheitern wir. Wir freuen uns über so eine super tolle Performance, die in der Vergangenheit stattgefunden hat und wundern uns, warum es bei uns nicht funktioniert. Dabei ist die Antwort ganz simpel. Wir verändern die Bedingungen. Ja, unter denen ein Backtest oder eine Strategie sich als profitabel erwiesen hat. Wir vor dem Computer, ja, wir verändern die Bedingungen und wundern uns dann, warum das Ergebnis nicht stimmt. Und wenn du da nicht mit einem gewissen logischen Denken rangehst, wird sich da nie eine Lösung ergeben, niemals. Und schau, es gibt einen Grund, warum 70, 80, 90% scheitern. Das ist genau der Punkt. Und weil wir immer, wenn die Logik nicht greift, handeln wir wie? Naja, emotional. Dann kommt dieser ganz klassische Satz, ich kapiere es einfach nicht, ich verstehe es nicht. So, und immer dann, wenn wir nicht verstehen, reagieren wir emotional, Überlebensinstinkt, ganz normales menschliches Verhalten. Und dem kannst du nur entkommen, wenn du anfängst, mit Logik zu arbeiten und mit nichts anderem. Aber das ist, wie gesagt, alles nur meine Meinung. Da gibt es ja keinen Anspruch auf richtig oder falsch. Deshalb macht euch bitte euer eigenes Bild davon. So, da bin ich eben jetzt rausgeflogen, im Euro gegen den Dollar, und zwar im 4-Stunden-Chart erstmal. So, wo lag denn jetzt mein Fehler? Naja, ganz einfach. Die Strategie war, kommt ja aus der Korrektur über den Punkt 2 und dort einen Schlusskurs zu machen. Ja, so. Und spätestens, wenn der stattgefunden hat, darf als solches kein Minus mehr entstehen. So. Wie du das dann machst, das ist ein ganz komplexes Thema des Trade Managements. Ja, so, wo ist mein Point of Control? So, ob du dann das Rein-Raus-Mickey-Maus-Spiel spielst oder ob du sagst, ich mache einen Teilverkauf und ziehe den Stop-Loss dann nach, vollkommen gleichgültig. Wichtig ist, dass eine grüne Zahl steht. Also, wo war jetzt mein Fehler? Naja, mein Fehler war schlicht und ergreifend, dass ich weder das eine noch das andere gemacht habe. Ja, dass ich hier den Schlusskurs jetzt, als ich die Plattform aufgemacht habe, gesehen habe, ja, und dann entsprechend keinen Teilverkauf gemacht habe oder rausgegangen bin. Eins von beiden. So, und was ist die Konsequenz? Naja, Markt schießt, was heißt nicht immer, aber in dem Fall war es halt jetzt so, hätte ich mir sparen können. Und wenn es eine Nullnummer gewesen wäre, aber so ist es, was weiß ich, 31 Euro minus, keine Ahnung, hättest du dir sparen können. So, wo liegt das Grundproblem? An der Strategie? Nein, weil die hat ja funktioniert. Also, wo lag das Problem? Hier, da lag das Problem, an dem Knallkopf vor dem Computer lag das Problem, weil er nicht da war. Das ist eine ganz logische Erkenntnis, nur so jetzt mal in den Satz reingeschmissen, dass du dir die Zeit dann halt nicht aussuchen kannst, sondern du musst eine Zeit dann halt finden, die zu deinem Lebensstil passt. Sehr spannender Gedanke. Kann man sich gemeinsam erarbeiten. Schauen wir uns den Tageschart an. Und im Tageschart als erstes, wo sind wir? Ja, der Point of Control ist hier oben bei 1.18.19. Das heißt, wir sind da unten sind wir aktuell. Also ist ein relativ günstiger Preis bewertet. So, und der Trend, übrigens seht ihr hier, ne, aus der zweiten Korrektur runter zum Punkt 2 hat auch wieder funktioniert. Also dementsprechend ist der Markt natürlich jetzt zu reif. Deshalb bin ich hier im Tageschart, habe ich dann nicht mehr verloren. So, das waren mal die laufenden Trades. Und wie gesagt, mit der Kontoentwicklung bin ich sehr, sehr glücklich. Und das ist die logische Konsequenz, wenn du dich ans Regelwerk hältst. Und jetzt seht ihr schon, warum ich so gut wie nie 4-Stunden-Charts mache. Und warum mir auch immer wieder ein Trade verloren geht. Ja, das passiert mir jetzt auf meinem eigenen Live-Konto natürlich nicht. Ja, aber bei diesen ganzen Demokonten, die ich für die Broker habe, kann sowas passieren und ich möchte, dass ihr daraus lernt, weil hier das Demokonto ist nicht das Entscheidende, aber bei euch darf das auf eurem eigenen privaten Konto, darf sowas nicht passieren. Deshalb freue ich mich, wenn ihr von meinen Fehlern lernt, ja, weil solche Fehler kann ich mir in der Vermögensverwaltung respektive auf meinem Privatkonto nicht erlauben.
Schließlich das Konto ja ins Minus. Geht ja nicht. Kann ja nicht sein, dass ich eine positive Strategie habe, die einen positiven Erwartungswert hat und ich dann das nicht hinkriege. Also muss man anders als privater Trader dann auch arbeiten. So, was haben wir denn für Trading-Ideen für diese Woche? Beziehungsweise, nee, schauen wir uns erst die laufenden Trades an. Schauen wir uns erst die laufenden Trades an. Und ich zeige euch jetzt nur einen, der jetzt mit am längsten gelaufen ist, und das war der Kaffeepreis. Und da sind wir ja mit 5.500 Euro, glaube ich, rausgegangen. Und dann haben wir super, super toll gezogen. Ja, und da seht ihr, da sind wir irgendwo schon viel, viel früher eingestiegen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir da eingestiegen sind. Ich glaube, da unten irgendwo. Also der, glaube ich, lief jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, fast ein halbes Jahr lang. Ja, haben wir schön sauber durchgezogen. Wir haben irgendwann einen Teilverkauf gemacht. Ich glaube, da sind wir irgendwo eingestiegen. Ja, und haben dann hier den Teilverkauf gemacht. Und seitdem haben wir den Stop-Loss nur nachgezogen und sind da oben jetzt mit der Restposition rausgeflogen. Also war ein bombastischer Trade. Habe ich mich sehr drüber gefreut, auch die Kraft zu haben, sowas dann auch wirklich durchzuziehen. So, dann habe ich nur noch drei Positionen laufen. Aktuell hat sich ganz schnell reduziert. Die meisten sind im Plus eben rausgegangen. So, und hier sind wir im US-Dollar gegen den Schweizer Franken. Das sind alles die Dow-Hau-Signale, die aus dem zweiten Trendarm herauskommen. Wir sind hier unten eingestiegen nach einem dieser tiefen Signale. Wir haben inzwischen hier einen Teilverkauf schon gemacht, weil wir schon sehr tief aus der Korrekturzone rauskommen. Das Ziel bleibt dennoch oben der Punkt 2. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Trend nach oben fortsetzen, ist deutlich größer, als dass er bricht. 100% haben wir nicht. Deswegen habe ich auch schon einen Teilverkauf gemacht und deswegen habe ich auch schon den Stop-Loss nachgezogen. Wenn ich jetzt rausfliege, ist es ein Plus, eine grüne Zahl, Ende Gelände. Und da der Trend aber immer noch intakt ist, würde ich natürlich auch immer wieder ein neues Signal dann nehmen, weil der Trend ist immer noch intakt. So, dann habe ich Host Hotels und Resort laufen. Und da habe ich auch schon einen Teilverkauf gemacht. Da liegt der Stop-Loss auch schon auf Einstand. Haben wir auch alles richtig gemacht. Kamen auch schöne Signale hier raus. Nee, wo ist es denn? Das war Quatsch hier. Wo ist er denn? Da ist er. Da ist er. Und zwar läuft der. Das wollte ich nicht. Da wollte ich hin. Und zwar habe ich hier einen anderen Trade gemacht. Und zwar einen etwas kleineren. Und zwar hier auf normaler Kerzenbasis. So. Und zwar. In Bayern sagen wir, das ist ein Ries, Herr Doktor. So, also, wie sieht die Geschichte hier aus? Also, folgendes. Ich habe hier meinen Trend gehabt, hier mit deiner ersten Bewegung, der ersten Korrektur und hier war der zweite Trendarm mit der zweiten Korrektur. So, und da haben wir uns einstoppen lassen, jetzt hier auf dem Weg nach oben. Ja, und soweit ich weiß, sind wir da jetzt ganz knapp auch im Plus. Und das Ziel ist halt hier oben der Punkt 2. Also Einstieg genau war hier, nachdem wir hier in der Korrektur waren und Spekulation ist eben darauf, den Punkt 2 da oben dann auch zu erreichen. Und da momentan sind wir da auch ein klein bisschen im Plus und das ist schön so. Mal gucken. Wir können nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, der Rest ist ja dann Trade Management. So, dein Signalgeber verwendest du gar nicht so wie bei China Trader. Rudi, das Thema ist hier unpassend, weil es hier ein freies Webinar ist. Die Frage stellst du bitte dann in unserem internen Raum, okay? Einverstanden? So, dann habe ich Ball Corporation.
Und hier habe ich eine Short-Position. Einer der wenigen, der momentan zumindest noch nicht anläuft. Und zwar ist das hier dieser Trend. Hier mit Bewegung, die Korrektur. Dann war das der zweite Trendarm. Und hier war die zweite Korrektur. Hier. So. Und da gab es bis dato einfach noch gar keinen Schlusskurs. Ja, also noch nicht wirklich. So, und nee, Quatsch, ich habe mich jetzt hier nach unten einstoppen lassen. Genau, da war's. Also nochmal zurück. So, das war der Trend. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Genau. Und hier auf dem Weg nach unten, dann eben sind wir vor ein paar Tagen eingestoppt worden. Ja. Da gab es tatsächlich schon einen Schlusskurs drunter. Ja, habe ich nicht reingeguckt. Wäre schon die Möglichkeit gewesen, wieder einen Teilverkauf zu machen. Ja, sind ja die Fehler passieren, wenn zu viele Plattformen einfach gearbeitet werden. Das kannst du fast gar nicht handeln, nicht mal im Tageschart. Vor allem, weil ich jeden Tag 3, 4 Coachings habe und da hast du gar nicht die Zeit dazu. Also nehmt es bitte als Lerneffekt für euch mit. Ja, weil die Strategie hat schon wieder funktioniert. Aus der Korrektur durch den Punkt 2 durch, im zweiten Trendarm, ja, höchste Wahrscheinlichkeit, hat schon wieder funktioniert, rein, raus, Mickey Maus, hätte schon wieder funktioniert zum Geld verdienen. So, und dann habe ich noch Prudential, aber ich glaube, der ist, ah, da sind wir schon ausgestoppt worden, genau, ich glaube, das war, oh, war auch ein Gewinner. Genau. War auch ein kleiner Gewinner. Da hat man den Stop-Loss nachgezogen. Genau. Da ist es mir gelungen, sauber zu arbeiten, also fachlich korrekt zu arbeiten. Denn, genau. Das war die Geschichte. Sehr schön. Da sehen wir das. Da ist es mir gelungen. Das war die erste Bewegung. Dann war das die zweite Bewegung. Dann eben auf dem Weg nach oben habe ich mich einstoppen lassen, Teilgewinne drüber, Stop-Loss nachgezogen, Gewinner. Das ist ein Trading-Ansatz, wie man ihn machen kann. Nicht muss, aber es ist einer, der mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit daherkommt. Also das sind momentan die laufenden Trades, die ich hier habe. Ansonsten ist momentan alles ausgestoppt worden. Das meiste davon allerdings auch im Plus. Jetzt habe ich ein paar Trading-Ideen für euch vorbereitet, wenn ihr wollt. Und wir fangen mal mit dem Währungsmarkt an. Und zwar Euro gegen den japanischen Yen. So. Und das seht ihr hier schon, das ist selbst in normaler Kerzenbasis sehr, sehr, sehr deutlich. Und vielleicht macht ihr euch ja einfach nur eine Notiz dazu. Und zwar ist das der Bewegungsarm, erster Bewegungsarm. Weiter, und das ist hier die zweite Korrektur. Das heißt, wenn der Markt hier irgendwo umdreht, kann man sich auf dem Weg dann nach oben einstoppen lassen. Ja, und das ist der zweite Trendarm und der hat halt nun mal die höchste Wahrscheinlichkeit, dass es sich nach oben fortsetzt. Dann habe ich den kanadischen Dollar gegen den japanischen Yen. Da haben wir ein ähnliches Szenario. Das sieht man übrigens auch noch viel schöner hier auf Heikin-Ashi-Basis. Genauso, also schöne erster Trendarm, dann der zweite Trendarm und der ist jetzt in der Korrektur. So, und der stabilisiert sich hier und kann daher auch nach oben wieder durchgehen. Also ein Einstieg wäre zum Beispiel hier dann am Punkt 2 dann auch möglich. Ja. Dann habe ich kanadischer Dollar gegen den Schweizer Franken. Die laufen fast alle ähnlich, wie ihr hier seht. Und zwar hier mit Bewegung, Korrektur und dann die Bewegung hierauf. Und jetzt sind wir hier in der Korrektur. Ja, dass wenn die nächste Ausgleichskerze kommt, geht's, kann man sich eben wieder nach oben dann einstoppen lassen. Also es ist ein relativ simples System. Gut, man muss Trendzeichen, muss man beherrschen. Ne? Also das ist übrigens etwas, ich finde das Add-ons oder alle Add-ons finde ich super. Ja, und die bei, hier beim Nanotrader, dieses Add-on ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Aber es wird mir nie die Entscheidung abnehmen. Ich würde mich nie auf die Technik verlassen.
Ganz einfach, weil du zum Beispiel dem Indikator nicht sagen kannst, achte mal bitte aufs Marktrauschen. Achte bitte mal, ob das Volumen dazu passt. Das kannst du dem Indikator nicht sagen. Aber ich sehe das. Hat was mit Erfahrung zu tun, mit dem Verständnis dessen, was im Trading passiert, nämlich Volumen und Preis, beiden ultimativen Bestandteile des Trainings. So, und deshalb, ich habe inzwischen, glaube ich, weiß nicht, Millionen Trends gezeichnet in meinem Leben. War übrigens eine der Aufgabenstellungen meines Mentors, als er mich das Trendzeichnen gelehrt hat. Und er gesagt, du hörst nicht eher auf, bis du innerhalb von 10 Sekunden erkennen kannst, wie der Trend am rechten Rand aussieht. Ja, so, und wenn du das nicht kannst, wenn du nach 10 Sekunden nicht erkennst, ja, wie der Trend am rechten Rand aussieht, ohne ihn zu zeichnen, dann ist es A nix und B, dann musst du anfangen zu zeichnen. Und deshalb zeichne ich auch auf meinem Privatkonto heute immer noch Trends. Ja, immer noch. Und das ist ein Handwerk. Also es ist kein Hexenwerk, es ist kein Geheimnis, es ist kein großes Geheimnis von wegen Großwetterlage und Trendverschachtelung. Das ist alles Marketinggedöns, ja, um uns in Sicherheit zu wiegen oder dem Händler da draußen ein Gefühl von Sicherheit zu geben, basiert aber nicht auf Logik, sondern rein auf Marketing, sonst nichts. Ja. So. Interessante Frage. Bei Cut Schweizer Franken ist doch schon eine Ausgleichskerze vorher. Das ist korrekt, ja. Die war vorher auch schon da. Da kann man sich auch drüber einstoppen lassen. Nur ich sehe ja, ja, das kann ich ja hier jetzt mit normalen Kerzen sehen, dass der Preis nach unten geht. Ja, also brauche ich keine Order zu setzen, sondern ich warte jetzt hier auf die nächste Ausgleichskerze und dann kann ich mich nach oben einstoppen lassen. Man kann aber den auch schon Stopp jetzt, also den Eintrittsstick jetzt schon einsetzen. Geht natürlich genauso. Das spielt übrigens keine Rolle. Also das ist das, ich mache das ein bisschen davon fest, wie weit das die Korrektur läuft. Wenn jetzt die Korrektur zum Beispiel hier zum Beispiel weniger als 38% läuft, ja, dann lasse ich mich eher kurz vor dem Punkt 2 einstoppen. Ja, weil kurze Korrekturen sind nicht immer so gesund, dann droht dann irgendwie eine Divergenz auf der Oberseite. Wenn die Korrektur aber tiefer geht wie 38%, dann komme ich auch aus der Korrektur heraus. Das ist nur ein ganz persönlicher Handelsansatz. Das ist kein Regelwerk. Wichtig ist, dass wir aus der Korrektur kommen. Und wo du dich dann einstoppen lässt, hat mit der Wahrscheinlichkeit nichts zu tun. Hat dann nur damit zu tun, wie viel Geld, das du mit dem einzelnen Trade dann verdienst. Aber das ist ein ganz persönlicher Handelsansatz. Das ist nicht Bestandteil des Regelwerks. Den Stop-Loss, das kommt, ist jetzt eben jetzt abhängig davon, ne? Wenn ich jetzt hier nur eine kurze Korrektur habe, dann macht es natürlich vom Chance-Risiko-Verhältnis mal gar keinen Sinn, den Stop-Loss am Punkt 3 unten zu setzen, wenn ich vielleicht nur auf den Ausbruch nach oben spekulieren möchte. Dann setze ich meinen Stop-Loss natürlich unter den letzten Tiefpunkt rein. So, geht die Korrektur aber sehr tief, auf 61 zum Beispiel runter, und ich habe viel Platz bis zum Punkt 2 hoch und habe vielleicht vom Trade-Management hier noch einen anderen Plan dann dazu, dann setze ich den Stop-Loss zum Punkt 3. Ja? Das dann schon. So, dann habe ich Austral-Dollar, Schweizer Franken. Ebenfalls schon ein schöner Trend. Und ihr habt jetzt zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel dafür, ja, was ich damit gerade eben gemeint habe. Schaut, die Korrektur ging nicht mal bis 38 runter. Und dann kam hier die Ausgleichskerze. Ja, und ich hatte ja mein Privatkonto zum Beispiel am Punkt 2 eine Einstiegsorder. Die ist gar nicht erreicht worden. Ja, die ist gar nicht erreicht worden. Jetzt kommt der Kurs wieder runter. Und genau deswegen mache ich es nicht. Wäre ich jetzt hier reingekommen, ja, wäre ich jetzt vielleicht gerade mal auf Einstand, also plus minus null. Und wenn jetzt der Kurs weiter runterkommt, dann gucke ich dem zu, wie der tagelang vielleicht im Minus rumeiert. Das ist frustrierend. Ist nicht notwendig. Wenn du eine kurze Korrektur hast, lasse ich mich am Punkt 2 einstoppen und spekuliere dort auf den Ausbruch nach oben und dann auf eine weitere Trendfortsetzung. So, und damit kannst du so manchem Desaster oder manchem Minus-Trade natürlich dann auch entgehen. Die Begründungen, wie gesagt, sind vielfältiger Natur. Da muss man ein bisschen tiefer eintauchen in die Materie.
So, dann habe ich ein paar Aktien rausgesucht, ja, die ebenfalls sehr interessant sind. Und zwar hier, schauen wir mal. Da war übrigens schon früher ein Signal. Seht ihr? Da war schon der zweite Trend am. Wow. Hat auch wieder super funktioniert über den Punkt 2 hinaus. Ja. Hier muss man sagen, die Apple-Aktie ein bisschen größer. Ja, das ist fast schon der dritte Trend, am sehe ich jetzt gerade. Und zwar es ist fast, ja doch, ja, genau, da war der zweite Trend am. Hier war er und hat auch wieder funktioniert. Ja, super Geschichte. Jetzt kommt der dritte Trend am. Könnte schon ein bisschen zu spät sein, seht ihr? Da war der zweite Trend am. Bam, da geht's rauf. Ja, ich dachte, habe ich mich vorhin verguckt in der Geschwindigkeit. So, dann schauen wir mal, Carl Zeiss habe ich noch rausgesucht. Jo, der passt. Und zwar, na, der passt. Schauen wir mal, ob er den greift. Nee, leider nicht. Seht ihr, und das ist genau, warum die Technik nur bedingt nutzbar ist. Ja, weil der Trend schlicht und ergreifend falsch gezeichnet ist. Schlicht und ergreifend. Und zwar, wenn er denn dann möchte. Jetzt wird es ihm langsam zu viel, vermute ich. So, weil der Trend muss nämlich so gezeichnet werden. Bewegung, Korrektur, Bewegung. So, das sehen wir nämlich hier im zweiten Trendarm. Ja, und deswegen habe ich den auch rausgesucht, weil das hier der zweite Trendarm ist. Und der Point of Control ist übrigens hier unten, also weit, weit weg bei 90 Euro zum Beispiel. Das heißt, wenn da jetzt entsprechend eine Ausgleichskerze dann bald kommt, dann wäre das hier die Richtung. Deswegen habe ich den für mich auf die Vorschlagsliste gesetzt. Carl Zeiss ist aus dem MDAX oder SDAX, ich weiß nicht, irgendwo kommt er her. Dann habe ich ADVA, das sind jetzt alles deutsche Werte, die ich noch rausgesucht habe. Na? Jetzt wird sie wohl zu viel. So. Und zwar, genau. Fangen wir hier an. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und da ist der zweite Trend am. Wenn da jetzt die Korrektur läuft, dann wäre das auch wieder eine interessante Chance. Ja, also ich weiß über die Aktie nichts, interessiert mich auch nicht, weil ich bin privater Händler. Ja, der Rest interessiert mich ja nicht.
Ich will ja nur das Geld damit verdienen, mit dem Trade und nicht mit der Aktie selber. Da müsste ich ja Investor sein, dann ist es ja auch wieder ein bisschen was anderes. Dann habe ich die Symrise-Aktie. Und auch die ist sehr interessant, denn auch sie bietet uns den zweiten Trendarm an. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Zweiter Trendarm. Wenn hier die Ausgleichskerze kommt, ja, dann geht es hier nach unten durch. Auch hier ist der Point of Control weit weg. Auch der wäre natürlich dann nochmal als Fernziel dann auch zu. Und wenn du dann so tief aus der Korrektur kommst, ist es interessant. Ja, weil dann kann ich zum Beispiel am Punkt 2 einfach nur einen Teilverkauf machen. Ja, Teilverkauf machen, dann kommt der Stop-Loss auf Einstand und dann versuche ich den Trend zu fahren, bis er zum Point of Control runterkommt. Das ist dann eine Art der Trade Managements. Aber das muss für jeden einzelnen Trade festgelegt werden. So, und dann habe ich noch Zucker. Zucker bietet sich heute für noch vor dem Wochenende vielleicht noch für einen Trade an. Und zwar sehr schön. Auch hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Es hat noch keine Trendfortsetzung gegeben. Ja, obwohl der Preis, guck mal her, da gab es eine schöne Ausgleichskerze, hätte also schon prinzipiell gereicht, um damit schon Geld zu verdienen. Allerdings die Strategie besagt, Schlusskurs darunter. Schlusskurs unter dem Punkt 2, Close. Das ist die Strategie. Und der Trend würde ja ohnehin erst hier oben brechen, an dem Punkt 3 hier oben. Und deshalb kann man sich hier durchaus nochmal auf dem Weg vielleicht nach oben, dann nochmal nach unten nochmal einstoppen lassen, generell. Also von hier aus dann gesehen. Wäre dann auf jeden Fall nochmal eine Möglichkeit. Ja. Das waren meine Trading-Vorschläge für diese Woche. Vielleicht war ja der eine oder andere Gedanke für euch mit dabei. Ansonsten alle weiteren Informationen natürlich dann hier bei WH Self Invest. Oder wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr euch da anmelden. Aber das hier ist wichtiger. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich an dieser Stelle wieder für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht könnt ihr das ja umsetzen. Vielleicht war ja nur ein Gedankenanstoß dabei, den ihr für euch selber nutzen könnt. Vielleicht sagt ihr ja, Mensch, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Dann haben wir schon das Ziel für den Freitag heute erreicht. Ansonsten habt einen wunderschönen Freitagabend. Genießt das Wochenende. Nächsten Freitag sehen wir uns nicht an dieser Stelle. Da bin ich nicht da. Erst dann die Woche drauf wieder. Ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr mir eure kostbare Lebenszeit geschenkt habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zurückgeben. Passt auf euch auf, seid mutig und freundlich und möge die Macht der Regeln mit euch sein. Bis dann.